Willkommen am Ort des Schreckens. Willkommen in meinem Atelier. Hier bekommt ihr Inspiration und Ideen zum Basteln. Heute möchte ich mit euch eine Wimpelkette zu Halloween basteln. Aus einem Bastelladen brauchen wir Wackelaugen, Fotokarton in Rot und in Schwarz, jeweils 3 Bögen, 6 Pailletten mit Totenköpfen, dann einmal schwarze Stempelfarbe und einen Applikator, ein Stanzer mit Kreuz, weißer Bastelkleber, ein Hexenstanzer. Dann brauchen wir 2 Bögen, Fotokarton schwarz oder wir können auch Tonpapier nehmen. Dann habe ich hier eine Stanzschablone, die werde ich jetzt einmal zweckentfremden. Wenn ihr diese Form nicht habt, könnt ihr stattdessen auch ganz normale Wimpel, also Dreiecke, ausschneiden aus Papier und das dann nehmen. Als nächstes brauche ich noch eine Schablone, weiße Acrylfarbe und schwarze Jutekordel. Als erstes schneide ich mir den schwarzen und den roten Fotokarton in A5. Aus einem A4-Bogen bekommt ihr 2 A5-Bögen, das heißt, ihr bekommt 2 Wimpel aus einem A4-Bogen. Jetzt schneide ich insgesamt 6 mal den roten und 6 mal den schwarzen Wimpel aus. Jetzt nehme ich meinen Hexenstanzer und stanze mir pro roten Wimpel 3 Hexen. Also ich habe ja 6 Wimpel pro Farbe, das heißt, ich brauche jetzt 18 Hexen insgesamt. Jetzt nehme ich mir schwarze Stempelfarbe und brush von meinem Wimpel den Rand an. Jetzt stanze ich mir noch ein schwarzes Kreuz aus. Das müsst ihr auch insgesamt 6 Mal machen, also für jeden roten Wimpel einmal. Jetzt schaue ich einmal, wie ich die Hexen, das Kreuz und den Totenkopf gleich aufkleben werde. So könnte man es auch machen, aber ich lasse die Hexen alle in eine Richtung fliegen. Jetzt nehme ich weißen Bastelkleber und klebe alles auf. Das mache ich bei alle 6 roten Wimpel. Jetzt klebe ich noch den weißen Totenkopf und das Kreuz auf. Und hier habe ich meine ersten 6 Wimpel schon fertig. Jetzt kommen die schwarzen dran. Dazu nehme ich jetzt diese schöne Totenkopf-Schablone. Weiße Acrylfarbe und ein Stück Schwämmchen.
Und jetzt tupfe ich vorsichtig etwas Farbe auf. Ich mache das jetzt aber nicht ganz deckend. So kriegt dann der Totenkopf von sich aus so ein bisschen Perspektive. Das werdet ihr dann gleich sehen. Jetzt nehme ich meine Wackelaugen und klebe diese auf. Und das mache ich jetzt auch noch bei den anderen. Hier habe ich alle meine Totenkopfwimpel. Jetzt nehme ich mir schwarze Kordel, mache hier einmal einen Knoten rein . Jetzt klebe ich die Wimpel abwechselnd mit meiner Heißklebepistole auf. Und hier habe ich jetzt meine Wimpelkette. Wie ihr seht, sie ist ziemlich lang geworden. Ich habe ja insgesamt 12 Wimpel genommen. Also ihr müsst jetzt nicht so viele nehmen. Je nachdem, wo ihr sie hinhängen möchtet. Ja, ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und das war mal Inspiration für eure nächste Halloween-Party. Oder einfach nur zur Dekoration für euer Zimmer. Hier habt ihr nochmal meine letzten Projekte mit der Wimpelkette zusammen. Also so langsam habe ich für Halloween schon einiges an Deko zusammen. Wie sieht's denn bei euch aus? Bastelt ihr auch noch Halloween-Sachen oder seid ihr schon im Wintermodus? Ich sag bis zum nächsten Mal, eure Tanja. Ach ja, und vergesst nicht, einen Kommentar dazulassen. Vielen Dank, tschüssi.